Hallo und willkommen zurück zum WOMO-Guide. In diesem Video geht es um eine Möglichkeit, auf sauberes und sicheres Wasser im Wohnmobil zurückgreifen zu können, ohne Chemie einsetzen zu müssen. Wie geht das? Indem man das Wasser mit einem Filter beim Befüllen bereits reinigt. Wir haben es getestet und was wir dabei herausgefunden haben, erfährst du in diesem Video. Bleib dran! Der obligatorische Disclaimer vorab. Dieses Video entsteht als Kooperation zwischen uns und der Blaufaktor GmbH und Co. KG, bekannt unter dem Markennamen Alpfilter. Die haben uns diesen Filter kostenfrei zur Verfügung gestellt, damit wir ihn unter die Lupe nehmen können. Wir werden aber nicht bezahlt und wir werden auch nicht beeinflusst, was unsere Ergebnisse und den Inhalt des Videos angeht. Drinnen im Video ist natürlich 100% WOMO-Guide. Die Kooperation hat auch für dich Vorteile, denn später im Video gibt es noch einen Rabattcode für dich, mit dem du beim Einkauf bei Alpfilter auf das gesamte Produktsortiment 10% Rabatt bekommst. Wofür braucht man jetzt Wasserfilter fürs Wohnmobil eigentlich? Jeder, der schon mal außerhalb des doch eher behüteten, reglementierten und sicheren Nord- und Zentraleuropa unterwegs war, der kennt das. Nicht immer ist man sicher, wie vertrauenserweckend das Wasser ist, das man tanken kann. Man kennt die Quelle nicht so genau, man kennt die Qualität des Wassers nicht. Vielleicht riecht es sogar ein wenig, vielleicht sieht man Rückstände im Wasser. Im Wasser kann alles Mögliche daherkommen. Mikroorganismen, Bakterien, Viren, Mikroplastik, Schwermetalle, Sand, Schlamm. Wenn man das nicht filtert, dann landen all diese Stoffe natürlich auch im Wassertank des Wohnmobils. Sand, Erde und so weiter kann sich im Wassertank dann einfach ablagern und dann hat man nach einer Zeit eine Schmutzschicht im Tank oder vielleicht auch technische Defekte, wenn in Leitungen und Ventile dann Sandkörner gelangen. Schlimmer sind noch Mikroorganismen, denn die leben ja und vermehren sich dann auch gerne, wenn sie die entsprechenden Bedingungen vorfinden. Und dann kann es zu wunderbaren Bakterienkolonien im Wassertank kommen und das will man natürlich nicht haben. Wie schlimm das ist, hängt jetzt davon ab, was man damit anfangen möchte. Will man es trinken, dann ist es natürlich besonders wichtig, dass das Wasser sehr sauber ist und hygienischen Standards genügt. Verwendet man das Wasser nur zum Waschen, dann ist die Sauberkeit etwas weniger wichtig, aber Viren und Bakterien im Wasser können auch dann noch bedenklich sein. Die traditionelle Methode, um dem im Wohnmobil Herr zu werden, waren verschiedene Chemikalien. Aber diese geraten immer mehr in Verruf, denn bei Chlor ist zum Beispiel die Dosierung nicht so einfach. Bei Silberionen gibt es gesundheitliche Bedenken. Deshalb suchen viele Wohnmobilreisende nach Alternativen zu diesen Mitteln. Eine Alternative sind eben Filter. Filter sind grundsätzlich physikalische Reiniger des Wassers. Da wird Wasser durchgedrückt und wird dann aufgrund der grobporigen Struktur so eines Filters gereinigt, indem alle Schadstoffe zurückgehalten werden. Welche Stoffe jetzt genau zurückgehalten werden, hängt jetzt von der Beschaffenheit des Filters ab, genauer gesagt von der sogenannten Porenfeinheit. Je feiner die Strukturen im Filter, desto mehr Stoffe können zurückgehalten werden. Jetzt sagst du vielleicht, na dann nehme ich doch den feinstmöglichen Filter. Ja, das hat natürlich auch Nachteile. Je feiner der Filter ist, desto schneller setzt er sich zu. So ein Filter hält nicht ewig, der muss irgendwann auch ausgetauscht werden. Und je mehr Schadstoffe er zurückhält, desto schneller setzt er sich zu und dann braucht es einen neuen. So, das Alpfiltersystem besteht aus einem Gehäuse. Das gibt es in verschiedenen Varianten. Und aus Filterelementen, Filtereinsätzen, auch da gibt es mehrere Varianten. Das Filtergehäuse kann fix im Wohnmobil installiert werden oder es kann für die Außenbetankung genutzt werden. Und das ist zum Beispiel für uns im Kastenwagen ein großer Vorteil, weil innen hätten wir jetzt keinen Platz, ein Filtergehäuse zu verbauen. Da ist alles schon komplett verbaut. Aber die Außenbetankung ist da natürlich eine Option und dass es da diese Flexibilität gibt, ist schon mal eine gute Sache. Wer jetzt ein großes Wohnmobil hat mit großen Staufächern, wo vielleicht auch noch Platz zur Verfügung steht, den man nicht benötigt, der kann aber das Filtergehäuse fix verbauen und das ist dann natürlich beim Befüllen bequem, sind dann ein paar Handgriffe weniger, die man jeweils zu bewältigen hat. In der mobilen Variante für die Außenbetankung gibt es dann ein Gardena-Anschlussset, mit dem man ganz einfach dann per Wasserschlauch und Gardena-Steckverbindern den Wassertank mit Wasser befüllen kann. Sehen wir uns mal die verschiedenen Filterelemente an.
Wir beginnen mit der Basis, das ist der sogenannte Active Filter. Der filtert Geruch, Geschmack, Chlor, FCKW, PCB, HCB, ich weiß gar nicht, was das alles ist, also diverse Chemikalien, Medikamentrückstände, Pestizide, Schwermetalle, Asbestfasern. Also da bleibt schon einiges hängen in diesem Active Filter. Was er nicht filtern kann, sind Keime, Bakterien, Viren, Legionellen, also alles, was zu klein ist, um da drin hängen zu bleiben. Wenn ich in Österreich Wasser betanke, dann habe ich eigentlich keine Bedenken, nur diesen zu verwenden, denn Krankheitserreger finden sich da normalerweise nicht im Wasser. Aber es gibt natürlich auch Länder, wo das nicht so ist und da braucht es dann eine Stufe mehr. Der Active Filter hat eine Porenfeinheit von 0,7 Mikrometer und erreicht eine Durchflussgeschwindigkeit von 10 Liter pro Minute. Die Haltbarkeit beträgt 6 Monate, doch dazu später noch etwas mehr. Wem das nicht genügt und wer auf Nummer sicher gehen will, der kann sich den sogenannten Nanofilter besorgen. Der filtert jetzt über den Active Filter hinausgehend weitere Stoffe aus dem Wasser, und zwar eben Keime, Bakterien, Legionellen. Das erreicht er durch eine Porenfeinheit von weniger als 0,1 Mikrometer. Der Durchfluss bleibt aber mit 11 Liter pro Minute hoch. Die Haltbarkeit beträgt auch hier 6 Monate, wie gesagt, dazu später noch mehr. Und dann gibt es noch den Vorfilter Protect. Dieser Vorfilter filtert einfach grobe Stoffe wie Sand, Sedimente, Rost und sonstige Partikel, damit die folgenden Filter geschützt werden und nicht so viel Arbeit haben. Welcher Filter ist der richtige für dich? Wenn du weißt, wo das Wasser herkommt, das du tankst, dann genügt wahrscheinlich der Active Filter. Den Nanofilter würde ich dann einsetzen, wenn du irgendwo in exotischere Regionen fährst, in den Süden, irgendwohin, wo die Wasserqualität nicht bekannt ist. Dann bietet sich der Nanofilter als zusätzliches Sicherheitselement an. In Mitteleuropa, Nordeuropa, denke ich mal, kann man darauf verzichten. Schaden tut er aber auf alle Fälle nicht. Je nach Filterelement, für das du dich entscheidest, gibt es nun verschiedene Filtergehäuse. Wir haben uns für den sogenannten Fusion-Filter entschieden. Der enthält alle diese drei Filterelemente in einem. Wie du siehst, das ist noch relativ kompakt. Das lässt sich im Wohnmobil gut verstauen. Und hier rein kommen jetzt die einzelnen Filterelemente. Und das funktioniert ganz einfach. Hier oben setzen wir den Protect-Filter ein, schließen dann die obere Kappe. Dann öffnen wir den oberen Teil des Filtergehäuses und setzen unseren Active-Filter ein, indem wir ihn einfach da hineinstecken. Wir schließen die obere Gehäusehälfte wieder und dann öffnen wir noch das Gehäuse ganz unten und setzen hier unseren Nanofilter ein. Wieder durch einfaches Stecken. Und da wird es zugeschraubt und fertig. Das ist jetzt unser Befüllfilter. Es gibt ja auch eine Bezeichnung in von dieser Seite, damit man es nicht verwechselt. Wir haben in der Abfolge den Protect-Filter, den Active-Filter und den Nano-Filter, und hier läuft das Wasser jetzt durch und wird bestmöglich gereinigt, bevor es in den Camper gelangt. Hier steckt man den Schlauch, den man zur Verfügung hat, an und hier geht es zum Wassertank. Wir nutzen als Gardena-Adapter für den Wassertank übrigens den Heos Water Connect Anschluss, aber da gibt es natürlich verschiedene Gardena-kompatible Anschlüsse. Es liegt ein Schlauchstück bei, das heißt, wenn man keinen Adapter für den Wassertank hat, dann kann man das einfach direkt in den Wassereinfüllstutzen halten. Wir haben es lieber bequem mit dem Heos Water. Zwei Einsatzmöglichkeiten machen dieses Filtergehäuse und diese Filterlösung jetzt wirklich sehr flexibel. Möglichkeit Nummer 1, der Filter kann mit einer beliebigen Kombination von Filterelementen betrieben werden. Das heißt, wenn ich jetzt in Österreich bin und mir denke, naja, Krankheitserreger sollten jetzt eigentlich keine im Wasser sein, das ich tanke, dann kann ich den Nanofilter einfach entfernen und kann den Filter trotzdem so betreiben. Das heißt, da müssen nicht alle Elemente drinnen sein, sondern es funktioniert auch so. So ein Filterelement kaufe ich mir dann vielleicht wieder, wenn es irgendwo nach Südeuropa geht. Aber in der Zwischenzeit kann ich das auch mit dem Protect-Filter und dem Active-Filter alleine betreiben. Interessante Möglichkeit Nummer 2 für Gelegenheitsreisende, die sagen, ja, wir machen 2 Reisen, 3 Reisen, 4 Reisen im Wohnmobil pro Jahr und in der Zwischenzeit steht das Wohnmobil und da altert der Filter und ist dann vielleicht wegzuwerfen. Da gibt es die Möglichkeit, dieses Element auch zu Hause zu verwenden. Man könnte das jetzt zum Beispiel einfach in der Küche installieren und hat dort dann sauberes, gereinigtes Trinkwasser. Man kommt zurück von einer Wohnmobilreise und schraubt es dann zu Hause in eine vorinstallierte Fassung
und kann den Filter einfach weiter benutzen, der hat keine Standzeiten und damit muss er dann eigentlich auch nicht gepflegt werden. Aus unserer Sicht eine coole Möglichkeit. Der Fusion-Filter ist dafür vielleicht etwas groß, wenn man den jetzt unter den Wasserhahn in der Küche schraubt, dann bleibt da wenig Platz bis nach unten, aber wenn es nur die Hälfte ist für eines der Filterelemente, dann geht sich das besser aus. Der Durchfluss. Das Wort Durchfluss habe ich jetzt schon einige Male in den Mund genommen. Der Grund ist der, wenn man Wasserfilter fürs Wohnmobil recherchiert, dann findet man einen Kritikpunkt des Öfteren und das ist ein geringer Durchfluss. Um Stoffe aus dem Wasser filtern zu können, müssen Filter natürlich den Durchfluss verlangsamen, um Stoffe zurückhalten zu können. Man findet Forenberichte, wo Fahrer von Expeditionsmobilen mehrere Stunden für eine Betankung dann benötigen. Sind dann wahrscheinlich auch sehr große Tanks, aber trotzdem hat es uns interessiert, ja, wie viel langsamer ist denn die Betankung mit Filter tatsächlich? Und das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Der Testablauf wird heute von KC Ruby überwacht, also da kann nichts getrickst werden. Als erstes testen wir die Befüllgeschwindigkeit mit einem 10 Liter Kanister. Wir vergleichen die Befülldauer mit und ohne Filter. Soweit die Ergebnisse mit dem 10 Liter Kanister. Ich weiß jetzt nicht, ob der Kanister wirklich 10 Liter fasst. Vielleicht sind die Ergebnisse auch nicht ganz genau, was die Hochrechnung angeht. Aber wenn man sich das jetzt so überlegt, da dauert die Befüllung des 10 Liter Kanisters etwa 35 Sekunden. Mit Filter sind es etwa 90 Sekunden, das heißt grob dreimal so lange. Rechnet man das jetzt auf unseren Wassertank im Kastenwagen mit 110 Liter Fassungsvermögen hoch, dann befüllen wir den Tank ohne Filter in 6,5 Minuten. Und mit Filter sind es dann etwa 16,5 Minuten. Ja, das ist länger, aber man muss ehrlich sagen, wenn wir das Wohnmobil startklar machen und da Wasser füllen, dann fällt das nicht auf, weil dann habe ich zig andere Tasks gleichzeitig zu machen. Thema Tausch der Filterelemente, wie lang kann man die jetzt nutzen? Das ist nämlich bei Filtern ein wichtiges Thema. Ich kenne das von zu Hause. Wir haben einen Filter vor der Espressomaschine, um diese zu schützen. Und der nervt uns ehrlich gesagt doch ein wenig. Der Filter muss nämlich gespült werden, wenn der Filter 3 Tage lang nicht benutzt wird. Das ist schon mal relativ aufwendig, wenn man übers Wochenende wegfährt, wie wir es ja sehr oft tun. Zusätzlich muss man den Filter überhaupt wegwerfen, wenn er länger als 4 Wochen nicht in Betrieb war. Das heißt, 5 Wochen Reise bedeutet einen neuen Wasserfilter für die Espressomaschine um 70 Euro kaufen. Das tut dann schon ein wenig weh und deswegen war ich insbesondere interessiert daran, das genau zu ergründen, wie das hier läuft. Grundsätzlich ist die Lebensdauer mit 6 Monaten angegeben, aber auf genauere Rückfrage wurde mir gesagt, bei korrekter Lagerung der Filterelemente geht es eher um den Durchfluss. Man kann da mit etwa 6500 bis 7000 Litern Durchfluss pro Filterelement rechnen. Es gilt für beide Nano und Active in gleicher Weise. Beim Nanofilter merkt man das besonders einfach, denn der setzt sich so zu, dass dann kein Wasser mehr durchgeht, wenn er zu tauschen ist. Wichtig ist dabei aber die korrekte Lagerung. Und die geht so, dass man nach der Benutzung den Filter trocknet, möglichst nicht im direkten Sonnenlicht, aber doch so, dass er dann trocken ist. Anschließend legt man die Filterelemente in eine Schüssel mit Reis. Fürs Wohnmobil habe ich mir da einfach so eine verschließbare Kunststoffdose bereitgestellt. Da ist Reis drinnen und es benötigt somit wenig Platz. Und da kann ich dann den Filter drinnen trocknen und das Wasser entziehen. Anschließend sollen die Filterelemente im Kühlschrank bei maximal 4 Grad gelagert werden. Das ist im Wohnmobil, wo man ja einen Kühlschrank hat, jetzt auch kein Problem. Und dann kann man eben die Filter für 6500 Liter nutzen. Bei unserer Wassertankgröße von 110 Litern wären das jetzt also ungefähr 55 Tankfüllungen. Geht man von einer Tankfüllung alle 3 Tage aus, dann käme man ein halbes Jahr lang mit diesem Filter aus und müsste also, wie es auch die offiziellen Angaben vorsehen, alle 6 Monate den Filter tauschen. Und damit wäre man sogar als Vollzeitreisender eigentlich versorgt. Aber wie schon erwähnt, es gibt auch die Möglichkeit, den Filter ansonsten zu Hause weiter zu verwenden.
wir verwenden fürs Wasserfiltern ja bekanntlich den Harris Water Adapter. Da hat man jetzt halt das Problem, dass da ein ziemliches Gewicht in Form des Filters dranhängt. Also da sollte man jetzt dabei bleiben und den Filter halten. Denn sonst ist das für den Einfüllstutzen sicher nicht ideal. Oder man findet eine Variante, um sich zu behelfen. Läuft. Also auch wenn es etwas langsamer läuft, man merkt davon eigentlich nichts, wenn man das über den Schlauch macht. Das läuft von selbst und man kann inzwischen andere Dinge erledigen. Also von der Füllgeschwindigkeit her bin ich begeistert. Und das war's auch schon. So, wir haben befüllt und wir nehmen den Filter jetzt auseinander, denn für eine lange Lebensdauer der Filterelemente ist es wichtig, die Elemente zu trocknen und dann kühl zu lagern. Diese Version des Filters besteht aus zwei Elementen, einem oberen und einem unteren Element, und die nehmen wir jetzt mal raus. Das geht ganz einfach, indem man das Gehäuse aufschraubt und dann das Element rausnimmt und jetzt zum Trocknen einfach irgendwo hinlegt. Für das untere Element schrauben wir jetzt einfach den Deckel ab. Da ist das zweite, das Nanofilter-Element drinnen. Das ziehen wir einfach heraus. So, 20 Minuten an der frischen Luft trocknen, dann in eine Schüssel Reis legen und anschließend kühl lagern. Und wenn das alles trocken ist, dann kommen die Filterelemente in den Kühlschrank. Das Ding wäre natürlich groß und würde viel Platz brauchen, aber das ist nur das Metallgehäuse, das muss jetzt nicht so gelagert werden. Um die beiden Elemente geht es. Das ist jetzt wirklich nicht viel, das ist ein Päckchen Butter. Wenn man das im Kühlschrank lagert, dann halten die Elemente wohl länger. Das war der erste Befüllvorgang. Ich habe das vorher nicht geübt, sondern einfach mal so ausprobiert. Ist jetzt keine Hexerei. Und sehr einfach zu benutzen. Die Füllgeschwindigkeit war absolut in Ordnung. Im Echteinsatz, wenn man den Wassertank dann füllt, dann habe ich den Unterschied jetzt nicht gemerkt. Ich habe inzwischen andere Getting Ready-Tätigkeiten beim Camper verfolgt. Natürlich, wenn man ein Expeditionsmobil mit 800 Liter Wasser hat, da macht es dann wahrscheinlich einen größeren Unterschied. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Unsere 110 Liter, das war in ein paar Minuten erledigt. Also keine große Sache. Hat man keinen Schlauch zur Verfügung, dann kann man übrigens trotzdem den Filter nutzen, indem man zum Beispiel einen Akkubohrer mit einer Bohrmaschinenwasserpumpe verwendet. Beispiele dafür verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Im Wohnmobil sehr wichtige Themen sind Gewicht und Platzbedarf. Wir haben das Fusion-System gewogen und so wie wir es hier haben, wiegt es etwa 1,5 Kilogramm inklusive des Gardena-Anschlussmaterials. Wir konnten es nicht in einem wiegen, denn das war zu schwer für die Waage, die wir benutzt haben. Aber 1,5 Kilo ist noch im Rahmen für die gebotene Qualität in Metallausführung. Kann man da nicht meckern. Der Platzbedarf ist hingegen gar kein Problem. Die Filtereinsätze lassen sich ganz problemlos im Kühlschrank lagern, denn diese benötigen kaum Platz. Das Filtergehäuse ist etwas größer, aber dafür sehr robust. Das heißt, man ist da in der Wahl des Aufbewahrungsorts eigentlich nicht eingeschränkt und man findet sicher einen Platz, denn so groß ist es letztendlich nicht. Vor allem, wenn man es zerlegt, dann lassen sich problemlos damit Lücken füllen. So, jetzt ist das Wasser gereinigt in drei Stufen durch den Protect-Filter, durch den Active-Filter, durch den Nano-Filter. Kann ich es jetzt trinken? Ja, grundsätzlich schon, aber es kommt jetzt natürlich noch darauf an, wie sauber die Wasserinstallation im Wohnmobil bis dahin war. Wenn sich da schon ein Bakterienbelag drinnen angesammelt hat, dann hilft der schönste Filter nichts. Das heißt, Grundvoraussetzung ist schon mal den Tank sauber zu halten, den Tank vorher zu reinigen, die Leitungen zu reinigen. Und dann ist das Wasser, das man jetzt befüllt hat, grundsätzlich unbedenklich. Allerdings, bei längeren Standzeiten kann es wieder zu Verkeimung kommen. Das heißt, es ist wichtig, dass es da einen Austausch gibt, dass das Wasser wieder verbraucht wird und immer wieder frisch gefüllt wird. Wenn das nicht so ist, wenn du zu Hause angekommen bist und weißt, die nächste Reise ist erst in einigen Wochen, dann empfiehlt es sich, den Wassertank komplett zu leeren und offen stehen zu lassen, damit er austrocknen kann, dann können sich auch keine Bakterien ansiedeln.
Was kostet jetzt der Spaß? Das kommt jetzt natürlich auf die gewählte Filtervariante an, die Filtereinsätze und so weiter. Die Variante, die wir getestet haben, also die Fusion Mobil Variante, kostet 300 Euro. Mit enthalten ist da das Filtergehäuse für die zwei Filter, zwei Filtereinsätze, Active und Nano, und das gesamte Anschlussmaterial fürs Befüllen. Wenn du nur einen Filter willst, dann ist das Ding etwa halb so groß und dann kostet es dementsprechend auch ungefähr die Hälfte. Der Preis für einen Filter mit Filtergehäuse beträgt etwa 150 Euro. Kommt dann wieder auf die genaue Variante an, für die du dich entscheidest. Ersatzfiltereinsätze kommen auf etwa 25 Euro für den Active-Filter und 60 Euro für den Nano-Filter. Das heißt, der Nano-Filter benutzt man wahrscheinlich nicht einfach so, sondern wenn man in Regionen fährt, wo man weiß, da zahlt sich's auch aus. Den Active-Filter, den würde ich eigentlich immer benutzen. Aber all diese Varianten und die Preise dazu siehst du dir am besten selber an, indem du zu alp-filter.com gehst. Dort findest du den Online-Shop. Und wie schon angekündigt, gibt es da für unsere Zuseher und Leser einen Rabattcode. Mit dem Code WOMOGUIDE bekommst du 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Das ist ein Affiliate-Code. Das heißt, wir bekommen auch eine Provision. So haben wir beide was davon. Unser Eindruck ist eigentlich sehr gut. Die Verarbeitungsqualität ist perfekt. Also das ist wirklich ein solides Ding. Sieht alles sehr wertig aus, sehr langlebig. Ich denke, das Filtergehäuse, das kauft man sich einmal und hat man dann Ewigkeiten. Also ich sehe jetzt nicht, was da kaputt gehen könnte. Das ist jetzt bis auf den Gardena-Anschluss alles solides Metall. Und insofern ist der Preis auch gerechtfertigt. Die Benutzung ist total einfach. Man setzt die Filterelemente wie gezeigt ein und kann das Gehäuse dann direkt für die Schlauchbetankung nutzen. Das heißt, da ist man ein paar Sekunden langsamer als ohne Filter. Die Betankung selbst dauert dann wie illustriert etwas länger, aber alles im Rahmen ist nicht so, dass uns das wirklich gestört hätte. Und deshalb werden wir den Filter definitiv weiter benutzen, denn es ist einfach sinnvoll, das Wasser im Wohnmobil sauber zu halten. Und mit dem Filter geht es sehr einfach, sehr bequem, und man kann auf Chlor- und Silberionen verzichten, was für uns persönlich schon ein besseres Gefühl bedeutet. Und damit kommen wir zum Ende dieses Videos. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Wir hoffen, du hast alle Informationen bekommen, die dich zum Thema Wasserfilter und Alpfilter interessiert haben. Fragen, Anmerkungen, Kommentare, Feedback bitte gerne in den Kommentaren. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über deinen Daumen nach oben. Wenn du noch kein Abonnent bist, dann abonniere gerne unseren Kanal. Dann bekommst du auch zukünftig alle Videos rund ums Wohnmobil mit. Einstweilen, danke fürs Dabeisein. Viel Spaß unterwegs im Wohnmobil und bis zum nächsten Mal.